Als Frau hat man natürlich nicht nur das Ziel, immer besonders hübsch auszusehen. Man möchte erfolgreich und unabhängig sein, mitten im Leben stehen. Aber ganz ehrlich, die Optik gehört dann noch dazu, wenn man sich rundum wohlfühlen möchte. Und es gibt ein paar Dinge, die man tun kann, um sein Aussehen zu verbessern. Deshalb sind hier 5 Schönheitstricks, um jung und sympathisch auszusehen. Junge und frische Haut durch Feuchtigkeitscreme. Das Schlimmste für die Haut ist, wenn sie nicht genug Feuchtigkeit bekommt. Eigentlich logisch. Trockene und spröde Haut lässt einen älter wirken. Und obwohl das jeder Frau bekannt ist, vergessen viele, sich regelmäßig einzucremen. Deshalb, nach dem Reinigen der Haut, nach dem Duschen, vor und nach dem Abschminken immer zur Feuchtigkeitscreme greifen. Die richtige Feuchtigkeitscreme macht die Haut jung, rosig und sorgt für einen strahlenden, frischen Ton. Natürlichkeit durch volle Augenbrauen. Vor ein paar Jahren war es noch Trend, die Augenbrauen schmal und filigran zu tragen. Heutzutage sind volle und natürliche Augenbrauen modern. So manche Frau ist mit der Form, Symmetrie oder Fülle ihrer Augenbrauen jedoch nicht zufrieden und zupft sie sich zurecht. Danach muss man sie meist mit einem Stift, einem Puder oder ähnlichem wieder ausfüllen. Doch das lässt einen nur unnatürlich und dadurch älter wirken. Besser ist Natur pur. Augenbrauen sind nicht symmetrisch und zumeist auch keine dünnen Linien. Weg mit Pinzette und Augenbrauenstift und lieber alles ganz natürlich und voll lassen. Wimpernzangen öffnen das Auge. Große Augen, geschwungene Wimpern. Wer träumt nicht davon? Nicht jeder hat das Glück und hat lange Wimpern mit dem perfekten Schwung. Ganz im Gegenteil. Und je älter man wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Wimpern gerade werden und an Elan verlieren. Schade, denn sie sind ausschlaggebend dafür, dass die Augen größer wirken und man dadurch jünger aussieht. Ein einfacher Trick ist die Wimpernzange. Diese kann man vor der Anwendung mit dem Föhn warm machen oder sich eine elektrische Wimpernzange kaufen, welche durch Knopfdruck warm wird. Mit der Mehrere-Punkte-Technik zum Flügel. Audrey Hepburn hat es vorgemacht, den verführerischen Blick durch Wing-It-Eyeliner. Dieser setzt Augenflügel auf, hebt sich optisch an und verleiht dem Augenaufschlag das bestimmte Etwas. Doch einen solchen Lidstrich zu ziehen, kann sich durchaus als schwierig herausstellen. Es gibt allerdings einen einfachen Trick, um die komplizierte Lidstrichkunst zu einem einfachen Handgriff zu machen. Dazu setzt man mit einem flüssigen Eyeliner 3 oder 4 Punkte über den Wimpernkranz. Einen an der Innenkante der Iris, einen an der Außenkante eben dieser und einen am äußeren Augenwinkel. Für den geschwungenen Bogen kann man bestimmen, wie weit dieser herausreichen soll und den Punkt genau dorthin setzen. Nun verbindet man alles miteinander und schon ist man fertig und hat den perfekten Augenaufschlag und verführerischen Blick. Lippenfarbe bekennen. Nur wenige wissen es, doch im Laufe der Jahre verlieren die Lippen an Farbe. Die Pigmentierung nimmt ab und man wirkt blass und älter. Den Vergleich zwischen heute und damals kann man ziehen, wenn man sich vorsichtig auf die Lippe beißt. Durch die verstärkte Durchblutung sieht man die ursprüngliche Farbe. Mit wenigen Handgriffen kann man jedoch dafür sorgen, dass der Mund wieder jung und frisch aussieht und das gesamte Gesicht verändert. Egal, ob danach noch Lippenstift folgt oder nicht, Lip Liner ist eine wahre Wunderwaffe. Am besten nimmt man sanfte Rosatöne, fährt mit dem Stift die Konturen der Lippen nach und verwischt diese nach innen vorsichtig mit dem Mund, um einen natürlichen Farbverlauf zu erzeugen. Danach kann man mit Gloss in derselben oder einer ähnlichen Farbe die Lippen ausfüllen. So wirken die Lippen voller und lebendiger. Man kann jedoch auch zu einem Lippenstift in derselben Farbe greifen. Möchte man es bunter, sind matte oder intensive Rottöne wahre Jungmacher. Selbst professionelle Visagisten greifen darauf zurück. Wovon jedoch abzuraten ist, sind sehr dunkle Töne. Diese machen das Gesicht streng, während helle Töne jung und sympathisch machen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn du uns mit einem Daumen nach oben motivierst und unterstützt. Teile dieses gerne mit deinen Freunden, schreibe uns deine Meinung oder hinterlasse einen Kommentar. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniere unseren Kanal und wir sehen uns bald wieder.